Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Ghost Recon Wildlands zusammen mit den McManus, den Hitcher und den Jury. Hi Leute. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich werde demnächst irgendwie so einen Rap machen. Boah, wenn was, ich meine, das für eine krasse Kirche. Ey, unterbrech mich mal nicht. Wenn ich meine Einleitung rappen. Ey, yo, was geht ab, YouTube? Also, ich meine, wunderschönen guten Tag. Ich denke, der ist einfach so euphorisch und freut sich so sehr, weil seine Frau im Umschneidet und steht. Toll. Dass er denkt, boah, endlich krieg ich mal wieder einen schönen Anado, ey. Hier gibt's Infos, Beaches. So, den oh, Phones, Phones. LOL! Die waren aber gerade noch nicht da. Hinter uns auch. Jetzt schon wieder. Der Heli macht sich wieder selbstständig. Ja, irgendwie haut er was nicht hin. Ich glaube, wir sollten nicht während der Fahrt rausspringen. Ey, das hat immer geklappt. So, ich habe die Infos. Offenbar gibt El Chido ein Konzert in einem Dorf namens Umamarca. Bowman, wir haben erfahren, dass El Chido ein Konzert auf einer Bühne in Umamarca gibt. Die nennen die Show Pachangon Boliviano. Mit dem Heli ist echt creepy. Naja, vielleicht. Ist das ein Bug? So, jetzt gehe ich extra für euch. Wiederbelebungsgeschwindigkeit. Hab ich schon voll. Neuer Einsatz. Ey, wo sind wir? Wir sind da. 800 Meter, ist der nächste Einsatz direkt vor uns. I know, motherfucker. I know. Sag mal, wenn wir da sind. Fertigkeiten hier ein bisschen mal hier. Ah, wo haben wir denn hier? Waffen. Können wir nix scannen. Kann nichts sagen, aber da greift nur in das Heli. Ja, lass mal. Lautloses Laufen. Habt ihr lautloses Laufen geskillt? Ohne ja. Entdeckt zu werden, ja. Ich komm, nicht. Dann skill ich das auch mal. So. Schuhe, ey. Ich bin so ein richtig krasser. So. Mal die Drohnen. Das ist die Halle, in der Truck geparkt ist. Stehen Sie dem Promo-Truck, ohne entdeckt zu werden. 3 Minuten haben wir Zeit. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Habt ihr gehört? Ja. Wir dürfen nicht entdeckt werden, ne? Hier vorne oben auf den, Ja, da sind... Dinger sind einige. Ah. Sag mal, kennt ihr die Bieber-Brüder? Ja. Manchmal kommt die Mucke hier so rüber wie von den Bieber-Brüder. Da hat es noch einer. Bieber-Brüder! Oben zwei. Dieser. Okay, es ist alles gut. Hier hinten rüber. Komm. Soll ich den Truck klauen? Nee, warte, ich schalte ihn noch hier im Haus aus. Alles gut, alles gut. Ein Drecksack weniger. Wir haben aber fast alle Leute. Hier oben auf der. Hätte den Truck. Aber jetzt auch. Jagd, fair. Ich hab doch gesagt, warte nochmal. Ja, hier oben saßen noch zwei Typen, die haben auf den Truck geschaut. Ach so. Also selbst wenn wir den Drack haben, dürfen nicht entdeckt werden? Ja, die haben dich gesehen, wie du eingestiegen bist. Trotzdem, ich würde sagen, wir erledigen einfach alle, dann haben wir es. Ja. Das können wir ja auch, ne? Hm? Oh, gute Position. Sehr gute Position. Und los geht's, Drohne, zeig was du kannst. Das ist die Halle, in der Truck geparkt ist.
bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party. Problem ist, ich bräuchte echt mal ein Scharfschützengewehr. Mit Schalldämpfer. Nicht nur du. Explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Dragon auf den Schalldämpfer? Tatsache. Hat sie? Ja. So Leute, keine Zeit für Spielereien. Ich gehe rein. Da labert ein Scheiß, Junge. Ich habe einen Down im Häuschen. Mal weiter, ob ich jetzt mehr spotten kann. Er ist Nummer 5. Der Tango ist hin. Hab einen. Alles okay. Oben auf den Silos ist noch. Da noch einer. Wir wollen keine Zivilisten töten. Da noch einer. Okay. Wer ist entdeckt worden? Keine Ahnung. War noch unten an der Gleise. Also, ich glaube, hier sind Zivilisten, die haben mich gesehen, ist weggerannt und kann, glaube ich, deswegen gewesen sein. Ich habe aber ich weiß nicht, so hässlich finde ich dich jetzt auch nicht. Ich habe aber gedacht, die Zivilisten tun nichts, deswegen bin ich einfach an dir vorbeigerannt. Ja. Meinst du das ernst, Chewie? Nein. Jetzt kommt er wieder so, Alter. Gestern, deine schönen Mails bei Skype. Freezy, du bist der wunderschönste Mann, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Eine Ehre, mit dir aufzunehmen. Kriege ich ein Foto. Ich so, Chewie, was ist los mit dir? Ist nur ein bisschen Homo, oder? Für dich tue ich alles. Für dich kann ich mich ändern, Freezy. Hm. Ja. Auf jeden Fall, Fuji. Ja, war alles klar. So, spottet mal die anderen hier. Ich bin dabei. Ziel Nummer 2 da. Drittes Ziel da. Jetzt sind hier keine Zivilisten, wo ich gerade war, sondern der Scheiß hier, ey. Oh. Da ist ein Hitcher. Direkt vor uns muss da noch irgendwo eine sein. Ja, ich guck gerade, der ist hier in der Halle. Ah. Ja. Der andere. Einer im Haus. Für den in der Halle. Da noch einer. Zwei. Also ich finde die Drohne ja schon geil, ne? Das ist die Halle, in der der Truck geparkt ist. Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass Halle down. Ich sehe den Promotruck. Wir sind auf den Silos. Der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial. Im Haus 3 Stück noch. Die schlafen aber. Bringen wir es hinter uns. Ins Haus. Dann kill sie lautlos. Ja, Mann. Wurde entdeckt. Wer hat mich jetzt entdeckt? Ich flipp hier aus, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir sollten einfach versuchen, von verschiedenen Seiten reinzugehen. Können wir tun. Kann ich mal machen, ja. Ja, dann mach ich von der rechten Silos Seite. Guck da nicht. Geh jetzt links rum, guck gleich auf die Silos, komm oben. Mach ich das von der rechten Seite? Weil da sind hier welche, die kommen dann ab und zu rum. Dreier Silos oder die Zweier Silos? Die Zweier da oben. Das sind vier Stück oben drauf. Können wir doch von hier mit dem Die Zweier Silos. Können wir doch von hier mit dem Scharfschützengewehr schon holen, ne? Wir haben Gesellschaft, wachsam bleiben. Hey, Kartellschütze. Am Checkpoint.
So. Warte jetzt erstmal. Auch nicht. Auch nix. Zweites Ziel da drüben. Da ist einer. Ziel 5 gesichtet. So, bei mir sind 4 auf der rechten Seite. Das ist die Halle. Gucken auch direkt auf den LKW. Bleiben wir unten und klauen, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Ich sehe den Promotruck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen Ausdruck, unentdeckte Leute. Explodiert. Wie ist sie bei dir? Bei mir? Ja, vor mir, ja. Ich habe ja, aber noch. Entdeck die mal, ja, ich habe doch noch gar keinen. Ach so, ja. Wir haben ja auch eine Zeit, ne? Ja, wir haben nur 2 Minuten Zeit. Ja, das reicht ja aber aus. Ich habe einer rumschlawinen. Ach so, das ist der Typ hier in der Halle. Ich bräuchte vielleicht einen, weil das stehen 2 nebeneinander. Ich bin jetzt oben bei den Silos. Hab einen. Bei dir ist immer nicht. Noch einer nicht entdeckt. Auf die Ziele achten, es sind Zivilisten. Ich finde ihn aber nicht. Haus? Er muss in dem Haus oben sein, das sind diese schlafenden Typen. Da ist noch ein Nebenraum, da liegt er auf dem Boden. Da oben, das weiß ich jetzt schon. Ich habe ja jeweils 2 Ziele nebeneinander stehen. Kann ich nicht einzeln wegholen. Was? Und einer ist wieder entdeckt worden. Ich war's nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich war nämlich noch nicht schussbereit. Ich war hinterm Silo versteckt. Ich muss einfach Mörser da draufhauen. Mann, ohne Misch. Oh, was tust du denn da leckeres Essen? Auch Nüsse zur Beruhigung. Kann ich dir geben, wenn du willst. Was? Ja. Deshalb ist Friese auch so gut gelaunt, ey. Dass er Nüsse im Mund hat. Hm. Unglaublich. Ah, Hedge, du kommst jetzt mit, das ist gut. Ja. Das sind nämlich jeweils 2, die müssen wir beide gleichzeitig wegholen, sonst. Macht euren. Komischen Schuss hier. Simultanschuss. Bam! Ja. Ups. Aha. Wie läuft Zivilist schon weg? Ah, da ist einer. In der Halle sind auch 2. Anna, okay. So. Das ist die Halle, in der Truck geparkt ist. Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Noch ein. Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Ich würde sagen, wir holen uns die rechts hier aus dem Haus und dann die in der Halle, oder? Einer ist aber noch drinnen. Wurde gesehen. Ach Mann, ey! Was echt nervt, sind diese 3 Typen an dem Haus da, ey. Ah. Fangen gleich einen dicken Büscher, ey. Ohne Mist. Die fangen aber gleich an, wegzulaufen in das Haus da irgendwann. Vielleicht sollten wir die erstmal ausschwärmen lassen und dann bam, 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 bam. Chewie, das kommt bestimmt von dir, weil du kein lautloses Laufen geskillt hast. Dann hören die dich. Du hat gelegen. Dran ist wie so ein Elefant. Gelegen und hat geguckt. Ich so. Ja, ja, ja. Da haben die dich beim Hinlegen gehört. Gegner im Bereich. Hier drüben ist ein Narko. Neben dem Checkpoint. Aber nicht gesehen. So, komm. Jetzt mal ein bisschen anstrengen, dann schaffen wir das. Auf jeden Fall. Boah, nie kriege ich den, ey.
So, ich flieg mal mit den Dröhnchen. Gut, cool. Tu's mal an dem Haus, die da spotten, bitte. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Pitcher, hört ihr das eigentlich, wenn man den hier vorne wegholt am Haus? Hier drin? Da sind zwei. Deswegen also, frage ich dich ja, wenn man den einen wegholt, hört der andere das da drin? Ja. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Gleich da musst du auch. von der rechten Seite reinschießen. Lol. Der ist da drin am Fegen. Ja. Du Pussy. Ja. Aber ein. Sei bereit, wenn du ready bist. Ja, ich geh einfach runter hier. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Das ist die Halle, in der Truck geparkt ist. Wir müssten eigentlich jetzt alle haben. Hammer auch. Ich sehe den drei Typen da, die sind sehr nervig, ey. Oh, er geht rein. Ziel ist mit dem Werbe- ja, warte, ich muss hier hinten. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Hummel. Okay, warte. Boah, einer steht so schön auf dem Balkon, den könnte man so wegholen, aber wenn der stirbt, dann hören die anderen das sofort. Also der jetzt in der Tür steht, den kriege ich. Nee, warte, nicht auf den Dreier ausschießen. Da drin sind beide. Ja auch noch welche. Hey. Nee, wir sind woanders dran. Da kommt einer raus, der hat irgendwas gemerkt. Einer kommt gleich raus, da oben noch. Ja, lasst euch bitte nicht entdecken, jetzt passt kurz auf, bitte. Er kommt raus. Zwei Leute kommen raus. Die holen wir beide weg. Warte, lass die Treppe runtergehen. Wir holen die auf der Treppe. Ja, okay. Warte, ich bin hier am Fenster. Hast du Schusslinie? Ich hab Schusslinie. Dann hau drauf, wegholen. Ja, nice. Was? Was? The Faggots, ey. Oh, ey. Leck mich am Arsch. Die gingen beide sofort down. Das war ja auch ein Schnee. Der Zuschauer hat schon länger abgeschaltet. Nervt das tierisch mit den Typen an dem Haus. Problem ist halt auch, dass wir links auf der auch oben diese Patrouillen laufen haben. Hier ist das Radio, drüben beim Checkpoint. Braucht ihr sonst noch einen dritten Mann? Nee. Was gibt's denn so für Spezialsachen? Ziel Nummer 2. Tango getroffen. Die Drohne ist oben. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Fehlt noch was für sie da oben? Ja. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Die Hammer. Ja. Ziel Nummer 5. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Da sind vier Mann drauf, auf dem Klärwerk oder was das da ist. Ja, vier Mann. Eine kleine Gruppe Feinde. Zwei. Hier fehlt noch einer. Das ist die Halle, in der Truck geparkt ist. Da sind drei Leute drin. Irgendwo da fehlt noch einer. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Komm ich über die Straße? Keine Sicht auf die... Ah. Chui, wo bist du? Kannst du da ein... Warte mal, Füsi, können wir die Typen da oben drauf wegholen erstmal? Ja, okay, dann... Auf dem Klärwerk? Und ich stehe am Fenster. Ja. Ja, aber nur welche willst du davon wegholen? Den muss ich nur ein Alle. Bisschen... Kurz ein bisschen drehen, warte. Weil der dreht sich immer so... Warte, da muss ich mal eben auf... mit Schalldämpfer wechseln, sonst... Ja. Jetzt könnt... Mich. Geht. Warte mal eben ganz kurz. Schieß. Wir wurden entdeckt. Von wem? Wer wurde jetzt entdeckt? Ich nicht. War da Hitcher und Chewie? Wir haben die, Da geholt die eigentlich. Ihr müsst die so wegholen, dass die nicht gesehen werden, wie die sterben, weil sonst sind wir auch sofort entdeckt. Ja, da waren ja nur zwei, die sind in der kleinen Hütte drin, das sind nur zwei Stück.
Aber irgendwas ist hinter mir explodiert. Ach. Boah, ist das nervig. Mission ist mega nervig. Gucken jetzt mal, ob wir die Waffe kriegen. Welche war die Dragunov? Die war mit ja. Dämpfer, ne? Aber es ist schön, dass ihr jetzt alle aus dem Schalldämpfer ausrüstet. Ja, ich habe ja die Sturmwaffe mit dem Schalldämpfer, aber. Ach so, hm. Okay, hab die Dragunov. Beim Sturmgewehr hast du ab und zu mal eine Pech, so, einer steht dann draußen. Trifft in den Brust. Da ist ein zweiter Tango. Einer ist. Also der an der Halle ist und der anderen sind weg. Das macht drei. Wenn nicht, ich gehe jetzt mit rüber zur Tür in Hitchon Clear dort erstmal mit. Ja. Es sind nur vier Leute eigentlich. Zwei in der Halle und zwei in dem hässlichen Gebäude. Die holen wir jetzt erstmal. Drohne fliegt. Sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich habe keine richtige Sicht auf die oh. Eins. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Kann die zwei machen? Sehe eine kleine Gruppe. Krieg die, warte, wie so, kann man die? Ich krieg die eins. Q. Kann die daneben machen. Markieren. Wenn sie draußen steht, ne? Markiert mit Q. Wie markiert man? Q. Q. Oh, okay. Ja, hab ich. So, ich kann schießen. Ich auch. 1, 2, 1. Auf 2 ist daneben eins. Geschossen worden. Gegner, ja. Alles gut. Hä? Die waren aber alle tot, oder nicht? Ja, 1 nee, auf 3 war down. 2 nicht. 2 nicht. Auf 2, da wurde daneben geschossen und war, der hat dann alarmiert. Wer hatte 2? Moi. Ah, Manus. Da musst du noch ein bisschen von mir lernen. Du holst jetzt mal den Typen da in dieser Dings da unten. Ja. Und ich hol den in der Halle und dann hier bei Hitcher die müssen wir mitholen. Das nützt nichts. Dass wir von der Seite keine Drogen mehr haben. So, das da fahren wir ja auch raus, ne? Checkpoint. Da direkt ein Visier hier. Und da ist Ziel Nummer 3. Drittes Ziel da. Tango 5. Mal 5 gespottet. Die 1 könnte ich machen. Ich hab die 2. Ich mach die 3 dann gleich. Moment, dafür ist aber noch einer drin, Manus, ne? Also, deswegen. Dann bringt das uns nichts. Nee, der wird doch... Lass uns erst die 2 und die 3 wegholen. Der macht dir die 2 und die 3 weg. Wieso hast du den in der Lagerhalle geholt? Welche Lagerhalle? Deine Lagerhalle ist da noch. Du nimmst 3, ne? 3 ist jetzt... 2, warte, 2 ist reingeglautscht. Und 1 latscht auch weg. Warte. So. Was hat er sich hingesetzt? Gott. Also ich habe 3 im Visier, ja. 1 ist auch weggelaufen. Und er bewegt sich rein. Aber 1 ist in der Halle. 1 ist mit dem anderen Typen in der Halle. Komm. Boah, ich könnte. Jetzt steht er. Warte mal. Wenn wir die jetzt wegholen, hören die das dann, wenn wir 2 und 3 wegholen? Warte. Ich muss. Warte mal. Das der duckt sich immer so doof. Das ist die Halle, in der Truck geparkt ist. Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party spielen. Zeit läuft jetzt. Ich sehe den Promotruck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager ja. Mit dem Werbematerial zu zerstören. Kannst du den holen, der unten an der Treppe steht? Ja, ich versuch's. Ich wollte warten, bis... Nee, warte, lass! Die sehen den von oben. Von diesen, Zug vorbei. Wenn die jetzt die zweite holen, oder nicht? Nein. Ich bin. Könnte ihn holen. 2 und 3 muss weg, los.
Bitte? So, warte. Bin mir nicht sicher. Den 3, den kriegst du ja, aber den 2, ich weiß nicht, ob ich den treffe. Ich würde die 4 nehmen, markiert jemand, der unter das Haus läuft. Ich muss das ausprobieren. Hinterm Haus läuft. Bereit? Ich komm nicht ran. Ja. 3, 2, 1. Ja, hat schon den. Scheiße. Nein. Bitch hat nicht getroffen. Och man, Leute, das ist da Kacke hier, wenn wir hier 10 Minuten vor so einem Haus hocken. Dann. Ich würde auch mal erstmal sagen. Wir müssen ja ran, wenn keine Sicht ist. Ich würde auch erstmal sagen, wir verabschieden uns hier, Leute, und melden uns dann wieder, wenn wir vor dem Truck sind oder mit dem Truck fahren, weil euch hier 70 Mal dieselbe Scheiße zu zeigen, ist ja auch nicht gerade prickelnd. Oder was meint ihr dazu? Jo. Ja. Manus? Jo. Ja. In dem Sinne, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao.